irgendwie müde. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin total müde. Ich wollte zum Fonsee. Der ist nämlich krank seit Tagen. Der hat ganz doofe Scheiße mit dem Bauch. Jetzt mache ich den Oatmeal. Leute, haben wir keine Blueberries mehr oder was? Das ist natürlich dann ganz schlecht. Erbsen? Nee, also jetzt sag bloß, wir haben keine mehr. Das ist ja richtig scheiße, ey. Nochmal Blueberries. Och Mann. Keine Erdbeeren, nix erst. Das nervt mich jetzt. Oh, Leute, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir Bananen und Mango. Ich muss das mit Wasser machen, weil ja, mit Milch, das geht ja nicht. Mit diesen Bauchschmerzen. Keine Milch zu sich nehmen, gell, wenn man so Bauchweh hat. Also mache ich das jetzt mit bisschen Wasser, ein bisschen Haferflocken und ein bisschen Mango und Banane. Ne? Ich will gucken, dass die gut sind. Wollte mal eine Freundin von mir, die hat, wir schreiben uns E-Mails, also seit ich nicht mehr bei Facebook bin, weil sie hat kein Handy, möchte sie auch nicht und deswegen kein WhatsApp und ja, das ist eine Freundin aus der alten Heimat, ja, so drei habe ich noch von damals, ne, nicht viele, aber ein paar, naja, auf jeden Fall. Hatte die mir geschrieben über, die ist so politisch aktiv und ich kann das immer nicht so verstehen, weil ich bin so gar nicht für Politik, ne, interessiert mich so gar nicht. Ich würde mir wünschen, dass die Leute mehr zusammenhalten und nicht alle so gegeneinander sind, ne. Ich finde das alles nicht friedlich, was hier abläuft. Naja, auf jeden Fall hat die mir so erzählt von, dass jetzt so eine Impfpflicht eingeführt werden soll, finde ich total verrückt, ne? Aber ich glaube auch nicht, dass die damit durchkommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist nur wieder Panik mache. Ich glaube das nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall hat mich dann interessiert, weil sie hat mir dann auch noch irgendwie irgendwas von, was sie so Angst macht, die Rechten und AfD und so. Und ja, aber das Ding ist, ne, da wäre jetzt mal eine Möglichkeit, für die, ich würde mal sagen, die Grünen sind wahrscheinlich gegen die Impfpflicht. Ne, die SPD ist dafür, was ich. Was? Das macht mich auch schon wieder so fertig, ne? Die SPD ist dafür. Da läuft schon zwei Sammlungen zusammen, gell, es wird lecker. Naja, auf jeden Fall habe ich gesehen, die AfD ist voll dagegen. Da könnten auch die Grünen und die AfD sich zusammentun gegen die Impfpflicht. Wie wäre denn das, ne? Das wäre doch mal so. Weil ich bin ja im Endeffekt für Frieden. Das wäre dann eine super Lösung, oder? Oder ist das unrealistisch? Ich weiß es ja nicht. Ich kenne mich nicht aus bei der Politik, ne? Da hört es bei mir auf. Das interessiert mich einfach nicht. Aber ja, ich finde halt immer so, dass, ja, auch bei Facebook war das ja so, es geht immer nur darum, auf andere, oh, die sind scheiße, die machen mir Angst, die sind total kacke. Ne? Also, ich krieg auch Angst, also zum Beispiel bei Demos, wenn da irgendwie rumrandaliert wird und so, das finde ich total gruselig, ne? Aber mir ist dann egal, welcher Seite die angehören, diese Randale-Vögel. Ich mag einfach keine Randale, ne? Und ich mag nicht so, ja, so, nee, ich möchte nicht, dass mir da Angst gemacht wird mit solchen. Boah, ist das schwer, ey, hast du mal eine Mango geschält und dann geredet dabei? Das Wasser läuft im Maul zusammen, du!
gleich tropfisch. Aber das geht ja nicht. Ich mache ja das hier für meinen Junge. Der will ja nichts, wo ich reinsabbere. Dann will der das auch nicht mehr essen, gell? Ja. Aber das war mal so eine kleine Idee von mir. Gell? Können sich doch mal die Bürger, die besorgten Bürger, die sind ja alle besorgt auf ihre Art, könnten sich zusammentun. Gegen den Impfzwang und gegen den Schulzwang wäre auch geil. Weil Schulzwang ist ja auch, ist ja genauso ekelhaft wie Impfzwang, ne? Geht einfach zu weit alles. Dieser ganze Zwang. Gell? Jetzt lass ich es doch noch anbrennen. Ihr seid schuld. Ihr habt mich abgelenkt. Mach das mal kurz raus. Dann gleich nochmal an. Ja, ihr Lieben, das war meine. Die Linse ist ein bisschen verschmiert, aber das macht nichts, gell? Die habe ich jetzt nicht sauber gemacht vorher. Aber ich kann jetzt auch nicht mit meinen verschmierten Fingern da drauf. Das bringt auch nichts, gell? Ja, Schnuggis. Schnuggelis, die eher politisch aktiv sind. Oh. Bless me. Denkt mal drüber nach, ob das Sinn macht, sich einfach zu uniten. Uniten erstmal gegen den Impfzwang und dann mal gucken. Wo man sich noch uniten kann. Vielleicht gibt es noch mehr Punkte, ne? Ich finde, das wird ein bisschen vernachlässigt, so bei Facebook und so. Also ich weiß es nicht, ich bin ja lange nicht mehr da. Aber damals wurde es immer sehr vernachlässigt. Also dieses über andere sich beschweren und so, das wird ja sehr gefeiert, ne? Und immer zu zeigen, wie böse die anderen sind. Das wird ja sehr zelebriert da bei Facebook. Aber Wege finden, gemeinsame Wege finden, das ist nicht so, ne? Da bin ich jetzt dafür. Findet doch mal gemeinsame Wege, ihr Lieben. Wir sind ja alle Menschen, gell? Wir gehen ja alle zum Kacken aufs Klo. Und warum sollten wir uns so auf unsere politischen, komischen Ansichten reduzieren? Warum? Ich meine, ja, das ist für mich als Mensch, der mit Politik nichts am Hut hat, leicht gesagt. Ne? Ist leicht gesagt. Vielleicht, wenn man da so drin ist in so einem Film, ne? Vielleicht ist das dann, vielleicht kann man dann nur noch hassen. Die Andersdenkenden, vielleicht ist das dann einfach so, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt nicht. Ich kenne mich da nicht so gut aus, ne? So politisch war ich immer nur so ein Mitläufer. Ich hatte noch nie so eine richtige Meinung. Ich war noch nie politisch. Ich finde das alles so Aktivitäten da. Ich finde, das ist blank Zeitverschwendung. Ja, und ich finde halt auch, oder befürchte, befürchte nicht, ich finde, weil dann wäre es eine feste Meinung, habe ich nicht zu dem Thema. Ich befürchte, dass viele Menschen, die es total gut meinen, sich aber dann im Endeffekt doch instrumentalisieren lassen. Und ja, das finde ich nicht gut. Finde ich, das ist dann ja nicht mehr Freiheit, ne? Ich bin ja so freiheitsfanatisch. Machen wir Schluss. Ich glaube, das war es jetzt schon. Wir müssen ja nicht mal alles so lang sein. So, also ich wollte nur schnell sagen, ich bin gegen die Impfpflicht und ich bin gegen die Schulpflicht. Ich bin überhaupt gegen die Pflicht. Ich bin eher für die Kür. Dusches, oh, sehr viel.